working so hard for everybody to stop and... In Kooperation mit Electronic Arts haben 4 Studenten des Masterstudiengangs Music and Creative Industries und 6 Bands der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim eine Musikcompilation mit 6 Songs produziert, die das emotionale Leben aus Die Sims 4 widerspiegeln. Mit diesem Video wollen wir euch das Projekt und die Beteiligten vorstellen und euch einen Vorgeschmack auf Simmotions geben. Ich bin die Kathi, ich bin die Christine. Ich bin Viktor. Ich heiße Franka und ich studiere Music and Creative Industries in der Popakademie. Nur ich kann diese Stimme hören, nur ich allein. Sie ist in meinem Kopf, ich würde sie dir ja echt gern zeigen. Doch ich krieg sie da nicht raus, egal was ich versuch. Ich mach 3 Tage Party, das Problem bleibt akut. Denn sie ist noch da, sie geht nicht mehr weg. Ich bin an das Projekt herangetreten, indem ich mich zusammen mit meiner Projektgruppe erstmal hingesetzt habe und ein Brainstorming gemacht habe, dass wir geschaut haben, was bedeutet Sims für uns. Wie wollen wir an diese Compilation herangehen? Welchen Schwerpunkt legen wir und wo wollen wir damit am Ende dann auch hinkommen? Wir haben ja quasi den Job von der Agentur übernommen und alles koordiniert und quasi ein Produkt erstellt. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, das alles mal zu erleben, wie das läuft. Innerhalb dieses Projektes gab es natürlich viele Arbeitsbereiche für uns. Zum einen mussten wir uns um die Musik kümmern, zum anderen um das Design der Compilation. Dann war die Vertragsgestaltung ein wichtiger Punkt, also dass die wichtigsten Rechte eingeräumt werden. Wir haben uns am Ende für genau diese 6 Künstler und Songs entschieden, weil sie dieses ganze Emotionsspektrum für uns am besten abbilden. Sie sind einzeln als Songs schon sehr stark, aber sie funktionieren auch als Compilation einfach sehr, sehr gut, weil sie unterschiedliche Schwerpunkte in den Emotionen und auch in ihrem Genre legen. Natürlich auch spielt es eine Rolle, ob sie jetzt Deutsch oder Englisch singen. Dass der Frauen- und Männeranteil relativ ausgewogen ist, haben wir auch geschaut. Und so sind wir eben auf diese 6 Künstler gekommen. Sims 4 verbinde ich zusätzlich ganz, ganz viele neue Emotionen und einen Fokus auf die Sims-Figuren und Kommunikation und Interaktion von den Figuren untereinander. Wir lieben blau zu grau, grau zu blau. Meine Hand auf dem Abzug, ich in weiß, du im Anzug. Bin allein hier im Aufzug, auf dem Weg in Iberwald. Ich fand es ziemlich witzig und habe es auch gleich irgendwie ein bisschen wiedererkannt. Natürlich, es gibt ja auch von, ich weiß nicht, die Lily Allen hat, glaube ich, auch so einen ziemlich Song. Oder cooler. Also für mich ist die Rolle von Musik in Computerspielen ähnlich wie beim Film sehr wichtig, weil eben Musik das stärkste Instrument ist, um Emotionen zu verstärken. Also Musik und Computerspiele muss eigentlich immer Hand in Hand gehen. Computerspiele funktionieren halt nicht ohne Musik, weil sie fördern halt schon die Emotionen und sorgen dafür, dass es einen so richtig in die andere Welt reinzieht. Das würde ohne Musik eigentlich überhaupt nicht funktionieren, denke ich. Ich sehe für mich als Chancen bei dieser Compilation zum einen nochmal im Haus mit den Künstlern in Kontakt getreten zu sein. Lass das Leben einfach Leben sein, bleib im Holz, schließ die Sorgen ein. Ich sehe das Ganze eher so als Spiel. Also ich selbst habe während der Erstellung der Compilation eine Menge gelernt. Vor allem was das Projektmanagement zum Beispiel angeht. Vom Artwork Design bis zur Künstlersuche und der Pressung. Also ein besonderer Moment war auf jeden Fall, wo wir zum ersten Mal in die Lieder reingehört haben, die uns die Künstler geschickt haben. Weil das einfach schön anzusehen war, wie die unser Briefing halt umgesetzt haben. Davon haben wir längst genug, das Spiel. Die
mit 6 exklusiven Liedern unterschiedlicher Bands entstandene Compilation Simmotions ist von den vielen neuen Emotionen in die Sims 4 inspiriert. Ich würde sagen, zornig. Melancholie, aber doch nicht traurig oder depressiv. Wieso? Geh voran. Also ohne Emotion keine Musik und ohne Musik keine Emotion. Die streng limitierte CD gibt's jetzt als Preis im Rahmen des Die Sims 4 Gewinnspiels bei Amazon zu gewinnen. Our world can be much bigger than, our world can be much bigger than.